Ich habe mir zwei neue Bildschirme bestellt, die jetzt auch beide 144 Hertz sind, sodass ich vier 144 Hertz Bildschirme habe und mein Hauptbildschirm war eh nicht mehr so gut. Deswegen habe ich mir jetzt neue bestellt. Meine alten kommen dann auf den anderen Streamingplatz. Und meine Mama und ich verlegen gerade das LAN-Kabel, weil das die ganze Zeit, also das war hier oben, da lang ging das einmal über die Decke und dann da lang. Und deswegen verlegen wir das jetzt einmal so rum, damit das nicht mehr im Weg ist und mein Saugroboter nicht mehr drüber stolpert. So, ich bin fertig. Ich habe die Bildschirme hier angeschlossen. Das sind die zwei neuen. So, und habe alles schön verkabelt, damit hier nicht so viel Kabel rumfliegt. Leider habe ich sehr viele Kabel. Ich muss auch noch ein bisschen Staub wischen. Aber ich habe mein Bestes gegeben, die irgendwie so ein bisschen zusammenzubekommen. Ja. Es ist halt, mein Gott, ne, unten drunter guckt man ja jetzt in der Regel eh nicht so. Ich muss halt diese Kabel leider hier oben hängen lassen, weil der Tisch halt höhenverstellbar ist und die müssen sich halt mitbewegen. Ja, deswegen habe ich mein PC auch hier oben drauf stehen, damit die ganzen Kabel mitfahren. So, jetzt bin ich gerade an dem Setup dran. Ich habe schon hier die ganzen Kabel an den Gestänge verlegt. Ist das nicht ein schönes Gesicht, Leute? Guck die noch hier an. Das macht ein bisschen Angst auf. Diese Kerne sehen einfach aus wie kleine Zähnchen. Schon ein bisschen süß. Genau, ein bisschen. Auch ein bisschen groß. Ich habe mir Mühe gegeben. Oh mein Gott, ich habe gerade die ganze Zeit aufgenommen. Und ich dachte, ich nehme auf, aber ich habe nicht aufgenommen. Ich bin so ein Trottel. Ja Leute, ich mache mir gerade mitten in der Nacht, 23 Uhr, Kürbiscremesuppe, weil ich übelst Bock drauf hatte. Das ist wieder so typisch. Aber ja, ich hatte übelst Bock drauf gerade und ich hatte alles dafür da. Und ich dachte mir halt, morgen habe ich einen Friseurtermin, morgen bekomme ich Extensions und es wird übelst lange dauern. Und dann dachte ich mir so, boah, wenn ich dann morgens Kürbiscremesuppe habe, dann ist es halt mega geil. Und dann starte ich den Tag schon so richtig nice. Ja, deswegen habe ich mir gerade schon Kürbis und Süßkartoffel in den Ofen getan. Und bereite jetzt den Rest vor. Und jetzt, aber ich muss, glaube ich, noch 24 Minuten warten, bis es fertig ist. Dann kann ich erst weitermachen. Aber mh, die ist so lecker, Leute, die Kürbiscremesuppe. Mh. Mh. Guten Morgen, wir haben jetzt 7.50 Uhr oder so. Ich bin seit halb wach. Ich trinke jetzt gerade noch meinen Kaffee. Und dann um 8.30 Uhr fahre ich los nach Aachen zu IFA. Bei ihr lasse ich meine Extensions machen. Ich packe jetzt gleich, beziehungsweise ich esse jetzt gleich noch ein bisschen Kürbiscremesuppe von gestern Abend. Und dann packe ich meine Sachen zusammen. Das heißt, meine Sachen. Ich nehme mein MacBook mit, das war's. Ich sitze jetzt im Auto, habe mich jetzt fertig gemacht, habe noch Kürbissuppe gegessen und ja, meine Sachen gepackt und fahre jetzt los. Ich brauche eine Stunde 20 circa. Ich hoffe, ich finde einen Parkplatz. Es regnet draußen. Richtig Ekelwetter heute. Naja, let's go. Ich bin bei der lieben Eva angekommen, die mir die Extensions jetzt gleich reinmacht. Ich habe jetzt gerade noch meine Haare dreimal mit Tiefenreinigungsshampoo gewaschen, damit da auch nichts mehr drin ist. Und also die Extensions. Ich werde euch einfach gleich auf ein Stativ stellen und nebenbei ein bisschen filmen. Wir haben genug Zeit. Fertig! Nach 9 Stunden! Juhu! Jetzt geht's nach Hause! Ah. Oh mein Gott, ich bin so fertig! Ich bin zu Hause! Juhu! Hm.
9 Stunden hat's gedauert. 9 Stunden Friseur. Ist auf jeden Fall Rekord. Uff. Oh mein Gott, ich bin fertig. Holy shit. Also die einzelnen Bondings, beziehungsweise die einzelnen Strähnen reinzumachen, dann die Haare, also meine eigenen Haare, daraufhin anzupassen von der Länge, vom Schnitt, dann noch den Übergang zu machen mit den ganzen, mit meiner Farbe, also das Braun, dann noch abmattieren von den Spitzen. Uff. Ich bin so K.O. Oh mein Gott. Oh, töte mich. Aber ich bin sehr happy. Es ist sau schön geworden. Ich bin Eva so dankbar. Es ist so cool. Ich bin so happy, aber auch sehr müde. Die Arme, die hat ja auch 9 Stunden durchgezogen, ey. Uff. Ich werde jetzt noch ein bisschen Kürbissuppe gleich essen und dann lege ich mich ins Bett. So. Ich bin gerade schon ein bisschen aufgeräumt für die Huhntour morgen. Ich will ja, dass es jetzt nicht so zu chaotisch ist und das Ankleidezimmer muss eh noch fertig gemacht werden. Da müssen noch 2 Kartons ausgepackt werden. Gucken, ob ich das dann bis morgen schaffe oder es die beiden Kartons in die Roomtour schaffen. Mal schauen. Ja, aber ich glaube, ich lege mich jetzt erstmal ein bisschen hin. Irgendwie bin ich super müde, obwohl ich eigentlich genug geschlafen habe. Naja. Bisschen neppen. Okay, Leute, ich konnte einfach nicht anders. Ich konnte das hier so nicht stehen lassen. Es war so ein Kabelchaos da hinten, wegen der Kamera und allem. Ich habe mich jetzt nochmal hingesetzt und habe alles ordentlich gemacht. Ich habe jetzt die Steckerleiste auch hier oben an den Schreibtisch geklebt oder so. Und habe die ganzen Kabel hier nochmal ordentlich verlegt. Auch das LAN-Kabel hier an der Seite. Und hier hinten alles. Und jetzt sieht es so viel schöner aus einfach. Oh mein Gott. Guckt es euch an. Ja. Und ich habe Nanoleafs angebracht, weil Triss hatte kein Licht. Und wir hatten hier nur so eine LED-Leiste. Und ja, deswegen habe ich die Nanoleafs angebracht. Ich glaube, das ist eine ganz gute Lösung. Ja, bin sehr zufrieden. Ha, schön. Alles für die Roomtour, weil es soll ja auch irgendwie schön aussehen. Und ich wollte es eh machen, ganz ehrlich, es hat mich eh gestört. Ja. Und jetzt gehe ich ins Ankleidezimmer und werde da Ordnung schaffen. Ja, genau das, Koro, genau das. Kst. Okay, 62 Dateien rüberziehen. Ja. 62? Ja. Also 31 Videos. Ah, 31 Videos? 31 Videos. Hart, schwer arbeitender Mann. Ist das normal in Ihrer Firma, dass man gefilmt wird als Mitarbeiter? Ja. Scheiße. Auf zum Arbeitsamt. Ja, ich arbeite total. Ich gucke hier einfach die ganze Zeit wieder. Ich kann nichts machen. Mann! Mitarbeiter am Handy. Ich glaube, es hackt. Ja, ich bin sogar auf Twitter. Mitarbeitergespräch jetzt. Okay. Okay. Von mir aus ist mir egal. Okay.
Ja, wir haben die Ubuntu soweit eigentlich schon fertig gedreht. Vielleicht noch ein paar einzelne Shots und ein paar schöne Ecken oder so. Aber also ansonsten. Wow. Aber ansonsten sind wir fertig. Ja, vielleicht können wir noch ein paar Fotos machen. Von meiner neuen Frisur. Die Haare sind so lange. Guten Morgen. Ich gebe gerade den Hunden Futter, habe gerade den Countdown für den Stream angemacht. Triss ist kurz einkaufen gefahren, um Brötchen zu holen und ein bisschen was zum Frühstücken. Und ja, ein Traum. Familienausflug. Grüß beim Happy Meal. Kein Happy Meal für Sammy heute. Wir sind im Gartencenter. Ich habe gestern spontan zu Sammy gesagt, dass wir hierher gehen. Grünes kaufen. Ja, und das ist diesmal richtig schön leer. Letztes Mal, als ich hier war mit Triss, war es so voll. Wir haben, ich glaube, 50 Minuten an der Kasse gestanden. Das war insane. 50? Ja. Das war insane. Aber dieser ist schön leer. Now you see me? Wir haben auch so gekauft. Ein Stamm. Ich bin wieder nur als Träger dabei. Ein Stamm. So, Sammy ist gerade gefahren. Es hat übelst angefangen zu hageln. Haben wir noch kurz gewartet, bis es aufgehört hat. Dann hat sich Sammy auf den Weg gemacht. War sehr cool, dass sie hier war. Montag habe ich ein Shooting, was schon länger geplant ist. Aber wir mussten leider warten auf einen Tag, wo es morgens sonnig ist. Weil das wird ein Shooting um 6 Uhr morgens. RIP. Genau, aber das seht ihr alles im nächsten Vlog tatsächlich erst. Aber ich hoffe, dieser Vlog hat euch auch gefallen. Nicht vergessen, Mittwoch kommt meine Roomtour. Und ja, ich hoffe, wir sehen uns da dann wieder oder im Stream wie immer. Ja, bis dann. Tschüss.